Ja, hör mal, ich bin eine Schülerin, aber wenn ihr zwei komische Gestalten nicht von mir seid, solltet ihr euch vielleicht erstmal an unser Sekretariat anmelden. Realgymnasium, das ist immer schon ein paar Tage her. Entstehen dann diese Kunststoffplatten, die können wir dann gießen. Hallo, dürfen wir mal kurz stören? Ja, kommt rein. Guten Tag. Was ist das denn für ein Gerät? Damit kann man ja an die Wand schreiben. Na, das ist jetzt aber mal ein uraltes Ding, ein Polylux oder Overhead-Projektor. Wie du siehst, funktioniert das Ganze mit Licht. Wenn ich mal kurz ausschalten darf? Bitte. Dann siehst du, dass die Schrift verschwindet. Praktisch, aber wie gesagt, uralt. Was ist das für eine Kapsel? Und was sind das für komische Hähne an den Tischen? Wenn experimentiert werden muss, muss ja auch mal was erhitzt werden. Den Bunsenbrenner kennt ihr ja schon, sah 1917 vielleicht etwas anders aus. Er funktioniert mit Stadtgas und das kommt aus der Leitung direkt beim Arbeitsplatz an, sobald der Hahn geöffnet ist. Im Übrigen, das ist keine Kapsel, sondern ein Abzug. Wenn es bei einem Versuch zu sehr stinkt oder giftige Dämpfe entstehen, dann wird hier drin experimentiert und die Gase werden nach außen geleitet. Welches Thema behandelt Sie denn gerade im Unterricht? In Nummer 35 sind gerade die klassischen Wellen dran. Wir sind bei den Eigenschaften dieser elektromagnetischen Wellen angekommen. Gleichzeitig soll natürlich auch gezeigt werden, welche Bedeutung die bei der Übertragung von Rundfunk und Fernsehen sowie bei der Übertragung zu bekommen. Was ist daran neu? Inzwischen ist selbst die Übertragung von bewegten Bildern rund um die ganze Welt keine neue Strecke mehr.
Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Sieh mal, Paul, hier können die Schüler praktische Übungen an ihrer Schulbank machen. Und das Mikroskop, schau mal, wie das aussieht. Da ist sogar ein Licht, eine Beleuchtung drin. Und was wird hier gerade gemacht? The book.
Das ist aber schon ein bisschen unheimlich. Lass uns mal weitergehen. Fangen wir doch mal mit den Zitaten an der Wand an. Auch wenn sie von verschiedenen Personen und aus verschiedenen Zeiten stammen, haben sie doch eines gemeinsam, dass sie an ein ethisch-moralisches Handeln appellieren. Eine Möglichkeit, um dies zu lernen, stellt der Religionsunterricht dar. Wir haben aber auch Schüler, die keiner Religionsgemeinschaft angehören. Für die bietet sich der Ethikunterricht an. Auch hier erhält man einen Überblick über die wichtigsten Religionen, die es heutzutage gibt. Und was wird da gerade gemacht? Wir machen gerade einen Vortrag über die Rolle der Frau in Politik und Gesellschaft. Was meinen Sie denn mit der Rolle der Frau? Sie kocht, sie putzt und kümmert sich um die Kinder. Meine Mutter sagt, das ist eine echt schwierige Aufgabe. Mutter? Du meinst nur Mutti oder Mama. Naja, wenn ihr nicht raucht, keinen Alkohol trinkt, viel Sport macht und euch gesund ernährt, dann werdet ihr bestimmt noch einige Veränderungen in diesem Gebiet miterleben. Du klingst ja wieder zu Biolehrerin. Aber mal ernsthaft, das uneingeschränkte Frauenwahlrecht gibt es deutschlandweit erstmals seit der Nationalversammlung 1919 in der Weimarer Republik. So ein aktives und passives Wahlrecht kann echt viel bewirken. Aber das gab es auch schon in Staaten wie Kolumbien, Finnland, Neuseeland und auch einigen Staaten der USA. Über andere Länder, besonders über die deutschen Kolonien, haben wir auch gesprochen. Im Erdkundeunterricht, wenn es gerade nicht um Deutschland selbst ging. Deutsche Kolonien, die gibt es doch gar nicht mehr. Heute werden im Fach Geografie, früher Erdkunde, Länder auf allen Kontinenten mit ihrer Bevölkerung, Wirtschaft und Kultur vorgestellt. Natürlich werden auch in verschiedenen Klassenstufen geologische Fakten gebraucht, zum Beispiel den Aufbau der Erde, Klima, Wetter oder den Zusammenhang zwischen den Weltjahren. Da braucht man das halt mal fachübergreifend. Bei fächerübergreifend fällt mir gerade noch eine wichtige Frage ein. Was ist eigentlich mit der Mathematik? Die braucht man ja vor allem auch in der Physik. Was soll mit der Mathematik sein? Die gibt es leider immer noch. Man braucht sie für Fächer wie Bio, Chemie und. Wir haben zum Beispiel mit Hilfe von Logarithmentafeln Flugbahnen vom Schützen berechnet. Ganz neu war für uns der Rechenschieber. Vorher hat man vieles schriftlich ausgerechnet. Nach dem, was ich heute alles gehört und gesehen habe, gibt es doch da gewiss auch Neuigkeiten. Gehen wir doch mal ins Mathezimmer. Dort gibt es wahrscheinlich alles, was wir zum Erklären brauchen.
Oh, noch mehr Mathe, Physik und Chemie. Also mein Lieblingsfach ist ja Musik. Es war schon ziemlich spannend, heute schon sehen zu können, was die Zukunft so bringen wird. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, ist nicht so hoch. Trotz den ganzen Fortschritten, die es bis zum Jahr 2017 geben wird. Aber noch viel wichtiger, hast du dich jetzt eigentlich entschieden? Was sagen wir Studienprofessor Dr. Albrecht? Ich denke, Genetik, Mikrobiologie, Immunologie, das hört sich alles so spannend an. Und was es für die Medizin bedeuten mag. Ich werde mich ins Leben stürzen und an die Humboldt-Universität gehen, um dort Biologie zu studieren. Andererseits, der Computer muss ja auch noch erfunden werden. Da muss ich wohl doch nochmal nachdenken. Und was hast du so vor? Naja, also wie wir wissen, wird ja nächstes Jahr dieser unsägliche Krieg endlich ein Ende haben. Und dann, wenn der Kaiser abgedankt hat, wird es eine Republik geben. Und bald werden auch die Kolonien abgeschafft. Es wird sich so vieles ändern. Da möchte ich ganz dicht dabei sein und es den Leuten erklären. Ich glaube, ich hab's. Ich werde ein Journalist. Aber ich dachte, jetzt mit dem Abi in der Tasche wäre die ganze Paukerei vorbei. Nee, mir schwant, das geht erst richtig los. Zurück in die Vergangenheit. Oder besser, auf in die Zukunft.